Hi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Luigi's Mansion 2. Wir sind hier nochmal in A3 zurückgekehrt, denn ich habe ja was rausgefunden. Da kommt erstmal Geld raus. Jetzt hol mich der Git-Nummer an. Ich lasse mal zu Ende laufen, die Klingelton, vielleicht könnt ihr es hören. Hallo Luigi, wie ich sehe, sammelst du schon fleißig Geld und Gold. Nur zu, das Bauwerk steht noch ewig leer, da wird sich niemand beschweren. Ich finanziere meine Studien übrigens auf genau dieselbe Art und Weise. Mit all den Reichtümern kannst du den Schreckbeck verstärken. Also dann immer schön fleißig weitersammeln, ja? Viel Erfolg! Okay, mal schön das Geld und Money hier. Nein, den Helm will ich nicht aufsaugen. Doch, jetzt kommt die fiese Sache. Warte mal, ich schmeiß den mal weg. Guck, wenn man hier halt drauf geht, dann fliegt halt der Ritterhelm runter. Und hier seht ihr es, da ist auch ein Ritterbild. Und wenn man dann mit dem Helm da drauf zielt, mit L, kommt da ein Juwel raus. So. Zum Unterschlupf. So Leute, wir machen weiter mit dem Level A4. Trug und Täuschung. Donnerwetter, die ganze große Villa ist voller phantomisierter Gegenstände. Wir brauchen meine Düsterlampe, um das Gerümpel wieder herzuzaubern. Sie müsste noch im Labor sein. Ja. Und ich habe gerade den Juwel eingesammelt, hat aber nichts gebracht, weil er wurde wieder gelöscht. Deswegen müssen wir ihn nochmal sammeln. Leute, was ist das denn? Dies ist ein Wehrlicht, eine paranormale Erscheinung, die Illusionen erzeugen kann. Und irgendwer setzt gerade Scharren dieser possierlichen Lichtlein in der großen Villa aus. Na, die bekommen wir nicht. Dies ist auch der Grund, wieso manche Dinge verschwunden sind. Ganz Rüstungen futsch. Doch all dies nur Schein. In Wirklichkeit ist alles noch am alten Platz. Glücklicherweise habe ich einen Aufsatz für den Schreckweg 015 erfunden, der uns helfen wird. Ich nenne ihn die Düsterlampe. Mit ihr kannst du Illusionen durchschauen und phantomisierte Objekte wieder sichtbar machen. Leider habe ich sie im Labor liegen lassen und dort wimmelt es nur von disziplinlosen Geistern. Das ist mir viel zu gefährlich, aber hey, Luigi, das ist nicht die ideale Aufgabe für dich. Du findest die Düsterlampe gleich auf ihrer Ladestation. Der Akku ist sicher schon voll. Gut, dann ab mit dir. Fertig zum Telefoxeln. So, auf geht's. A4 liegt bereit. Wartet mal. Jetzt kann man. Lol. Jetzt ist der Ritter auch noch weg. Mann. Ich glaube, ich spinne. Aber jetzt sind die da. Im letzten Level waren die nicht da. Mann. Okay, gehen wir jetzt mal hier rein. Okay, da ist das Labor, dann holen wir die mal. Hä? Lol. Warum ist die Tür weg? Okay, wenn ich ehrlich bin, Leute, das hat sich gerade so angehört wie ein Buhu. Oder?
Ein Ruf vom Professor Igitt. Ich glaube, mich lost ein Pferd. Die Tür zum Labor, ist sie verschwunden? Das waren sicher irgendwelche frechen Wehrlichter auf der anderen Seite. Na, es wird sicher irgendwo einen anderen Weg dort hineingeben. Okay, also. Jetzt müssen wir mal den anderen Weg wieder finden. Okay, da ist auch irgend so ein Gemälde. Dann gehen wir mal hoch. Und dann wird es jetzt hier wirklich jetzt. Ey, du Spargel-Tarzan. Willst du mich wirklich mit dem gleichen Trick verarschen? Oh, und diesmal hat er sogar Freunde geholt. Aber das macht uns gar nichts. Zack, da ist er weg. Nein! Ach du Ekel. Du Ekel. So, jetzt können wir aber hoffentlich mal hoch. Ah, ist da im Tresor vielleicht was drin? Ah ja, ich hoffe mal. Wobei, es gab doch so eine Tür im Salon. Da konnte man, glaube ich, runtergehen, oder? So. Ah, da kommen auch wieder Wehrlichter. Oh, und die haben die Uhr weggemacht. Da war ich ein Buhu. Die Uhr ist spurlos weg. Ah, ist da oben Geld? Aha, wieder so eine fiese Sache. Kriegst du es einfach nicht gecheckt. Na, jetzt kommen wir runter. Ins Labor. Da hängt die Düsterlampe. Schnell, hol sie. Hey, Junge, du Gangster-Grünling, gib mir die Düsterlampe. Ah, und ich glaube, kann man den so besiegen? Ne, kann man nicht. Ich glaube, man muss seine Brille abziehen, oder? Ja, das kann möglich sein. Warte, ich versuch's jetzt mal. Ja. Ah, und dann kann man den erst besiegen, okay? Lol, wie ist denn der jetzt mit denen kommen? So, jetzt Lobo. Es sind noch zwei weitere mit einer Brille. So. Wo? Kommt nur her, ich will einen Double Kill. Double, Double, Double Kill. Jawohl. So, jetzt haben wir die Düsterlampe. So, und die alte kannst du abbauen. So. Oh, Vorsicht. Luigi. Wie es kaputt geht. Jetzt ist der Schreckbreck nochmal stärker. Finde die Düsterlampe. Check. Yellow. Luigi, wer auch immer hinter dieser Wehrlichtplage steckt, ist nicht mit dem Parask. Potzblitz, sehe ich recht? Du hast die Düsterlampe schon gefunden? Vortrefflich, mein Bester. Halte Y, um sie einzusetzen. Irgendwo in der Nähe, findest du sicher ein paar Illusionen. Oh ja, und ich sehe doch auch schon ein welche. Also funktioniert die Düsterlampe also. Dann kommen die Wehrlichter raus und dann verwandelt sich das wieder. Boah, das ist jetzt schwierig, ey. Thank you.
Yay, money, money. Money, money. So, die Tür können wir doch wahrscheinlich auch wieder verwandeln, oder? Yep. Jawohl, da ist die Tür wieder so gut wie neu. Famos, ich befürchtete schon, ich müsste in Zukunft durch den Kamin kraxeln. Und Luigi, erinnerst du dich an dieses unheilvolle Lachen? Unsere Wirrlichtverteiler findet anscheinend große Freude an seiner Arbeit. Das Paraskop schweigt sich leider gerade aus. Du musst den Schuft selbst finden. Okay, finde den Ursprung der Wirrlichter. Warte mal, das heißt ja, finde den Buhu. Weil wir haben ja gerade den Buhu gesehen. Ach, jetzt kann man auch die Bilder. Kann man auch mit der Düster. Lol. Junge, wie viele braucht man denn dafür? Digga, hier ist echt einiges weggemacht worden, ey. Na komm, Wirrlichter, da kommt nur her. So, ich gehe mal zurück, weil da waren auch ein paar Gemälden. Nein, ist da nochmal. So, der Ritter ist hier. Junge, sammel die Wirrlichter da rein. Shishi, war das knapp. Zwei Goldbarren. Komme ich jetzt echt nicht mehr da dran. Boah, ist das Asi, ey. Okay, dann muss ich gleich nochmal zu A3 zurück. Money, money. Luigis Geld, geil, wisst ihr? Naja, hier rechts war auch, glaube ich, noch was. Ich guck mal danach. War ja echt kein Bild. Ich dachte, hier hätte noch eins gehängt. Naja, dann halt nicht. Ich schau mal kurz, ob sich hier was findet, was hier weggemacht wurde. Ne, sieht nicht so aus. Komm, mit dem alten Auto. So, ich guck noch mal raus. Ah, der Chichi wurde weggemacht, oder? Ja. Wenn dann die Wirrlichter berühren, dann nehmen wir auch Schaden. Oh, danke, dass du uns Geld gibst, lieber Cheep Cheep. Krieg nochmal ihr Geld und den Edelstein nehme ich auch nochmal mit. So, den haben wir jetzt zwar schon. Weil zweite. Die anderen werden aber noch immer vermisst und war ja was. War ja echt nix. War doch mal was. Achso, das war ein Sandhaufen, den habe ich aber weggemacht, ne? Oh. Okay, dann gehen wir wieder rein. So. Hat er da auch irgendwas weggezaubert oder? Ne, ich glaube, hier ist alles verschwunden geblieben.
So, ich guck mal, ob der da auch was weggemacht hat. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ah ja, die Uhr, die können wir wieder reparieren, ne? Hallo, sammel doch, Junge. Oh Mann. Ja, ihr habt's gesehen, wenn wir zu viel Zeit vergeuden, dann geht die Düsterlampe, also dann macht die, dann gehen die Wirrlichter wieder zurück und das ist scheiße. Die Uhr zeigt 18 Uhr, obwohl es eher 17 Uhr sind. Ich muss die Uhr verstellen, ey. Ja, hier kommen wir auf den ersten Blick nicht weiter. Ach, jetzt können wir auch die... Lol, was sind das bitte für Spuren? Ich gehe nochmal kurz runter, weil da war ja auch eine Tür weg. Oder zumindest geschlossen. Das Geld ist auch weg. Oder das. Manni, wir sind geldgeil. Genau. Hier war aber erstmal nix. Ach da! Kann man da reingucken? Ja, da kann man reingucken. Die Geister sind in der Küche und die machen Fisch. Das ist cool, dass sie Fisch machen. Das ist cool. Nice. Da war ein Cheap weg, glaube ich. Oh ja, da war ein Cheap weg. Und der gibt uns einen Edelstein. Aber das ist bestimmt einer der, hinteren, ne? Ja, richtig weit weg, ey. Oh Mann. So, hier ist eine geheime Tür, glaube ich. Ja. Auch wieder so eine fiese Sache. So, gehen wir da rein. Vier Goldbarren. Das macht insgesamt 100 Euro. Ne, 80. Ich dachte gerade. Ah, jetzt kommen wir, glaube ich, an den Juwel, oder? Ja. Cool.
Aber wir haben trotzdem 3 verpasst. Die werde ich dann, glaube ich, bei A3 nachholen müssen oder so. Ich glaube, hier in A4 gab es die hier. Leute, ist eine Raufe. Oh Mann, oh. Da war